Hallo und grüß Gott zueinander. Es Ja. freut mich sehr, dass es nun geklappt hat, mit dir den Termin zu finden. War ja nicht ganz so einfach in der letzten Zeit, die wir erlebt haben. Du bist ja auch sehr beschäftigt. Deshalb vielen herzlichen Dank zueinander, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich hoffe, du hast in der letzten Zeit zum Leben gehabt und es geht dir und deiner Familie gut. Ja, danke der Nachfrage. Uns geht es relativ gut, wobei das relativ sehr relativ ist. Ich habe heute Nacht wieder mal gar nicht geschlafen. Die Bestrahlungen waren wieder immens. Man sieht es mir vielleicht an, wenn man mich genauer kennt. Aber ich habe auch jetzt momentan sehr starke Kopfschmerzen. Aber eins ein anderer kennt keinen Schmerz. Ja, deswegen habe ich gedacht, ich halte meine Zusagen ein und halte den Termin ein, obwohl Schön, ich lieber mich zurückgezogen hätte in die dunkle Kammer heute. Aber da muss ich wohl durch. Aber ja, insgesamt gesehen sind es wirklich harte Zeiten momentan, aber da kommen wir heute noch drauf zu sprechen. Sananda hat schon zwei Bestseller geschrieben. Die unglaubliche Wahrheit über Indigo-Menschen und schockierende Enthüllungen. Erhältlich als Buch und auch als Hörbuch. Gerade ist sein drittes Buch erschienen mit dem Titel Durch die Dunkelheit zurück ins Licht. Es gibt auch jede Menge DVDs von ihm. Zu bestellen in jeder Buchhandlung oder beim Welt im Wandel Verlag. Mehr dazu auf der Webseite von Sananda. www.geistheiler-sananda.net. Sananda, du hast Stand Dezember 2020 nun nahezu 175.000 Menschen behandelt. Wenn man die Feedbacks deiner Klienten liest und sich die Interviews mit ihnen anschaut, dann kommt man aus dem Staunen fast nicht mehr heraus. Wir hatten zwar schon öfters darüber gesprochen, aber es ist immer wieder äußerst beeindruckend, diese Erfolgsberichte zu lesen oder anzuschauen und zuzuhören. In vielen Fällen kann man von regelrechten Wundern sprechen. Wie ist das für dich selbst, Sananda? Wie gehst du damit um, so vielen Menschen und Tieren schon geholfen zu haben? Und es scheint sogar, dass deine Heilerfähigkeiten noch stärker geworden sind. Oder sehe ich das falsch? Ja, wie gehe ich damit um? Ich freue mich wahnsinnig darüber, über die Erfolge. Ich bin sehr dankbar, wenn ich Klientenfeedbacks bekomme. Für viele Klienten von mir scheint es schon normal zu sein, dass ihr Rücken gerade gebogen wird in der Nacht oder dass irgendwelche Geschwülste und Geschwüre oder Tumore, möchte ich jetzt nicht sagen, verschwinden in wenigen Tagen. Die Erfolgsberichte sind wirklich manchmal phänomenal. Ich wundere mich dann aber manchmal noch mehr über die Klienten selber, dass die das schon als normal betrachten und es so ganz normal beiläufig schreiben in einem Feedback, dass sie wieder einen geraden Rücken haben und dass sich die Wirbelsäule wieder gerade geschoben hat oder dass irgendwelche Karzinome verschwunden sind. Oder ja, man könnte jetzt 1000 Krankheiten aufzählen. Es gibt ja jetzt nicht bestimmte Krankheiten, die nur geheilt werden können durch die göttliche Energie, weil letztendlich ist es ja Gott, der heilt, nicht ich. Es ist zwar meine Energie und meine Arbeit, dafür bekomme ich ja dann auch Schmerzensgeld überwiesen, aber letztendlich ist es ja eine Gnade Gottes, die da geschieht. Und ich wäre ja vermessen zu behaupten, dass das mein Werk wäre. Es ist Gottes Werk, was hier passiert, mit diesen enormen Heilungen. Und offensichtlich
braucht Gott mich dafür, um das auszuführen hier auf der Erde, weil sonst könnt ihr es ja direkt machen. Und offensichtlich geht das eben nur über mich, aus welchen Gründen auch immer. Da könnte man jetzt philosophieren, es muss ja was mit mir zu tun haben, definitiv. Also ich betrachte mich so als eine Art Vertretung Gottes auf Erden in körperlicher Form. Und die göttliche Energie, die kennt keine Grenzen. Und das ist dann das, was die Menschen als Wunder betrachten. Und diese Wunder werden zunehmen in Zukunft. Das wird noch viel stärker werden, weil die Angriffe gegen mich und meine Familie werden immer immenser. Und das heißt für mich auch, dass meine Energie immer stärker wird, damit ich das auch ertragen kann. Und da wird noch viel an Wunder kommen in den nächsten Jahren. Schön zu hören. Sananda, eine Frage bezüglich dieses Aufwachprozesses. Spielt die Heilung des einzelnen Menschen eine wichtige Rolle in diesem Aufwachprozess? Es muss ja einen Grund haben, warum du so viele Heilungen vollbringst und genau jetzt zu diesem Zeitpunkt diese Tätigkeit ausübst. Und welche Rolle spielen die Besetzungen bei alledem? Du bist ja auch Exorzist, Sananda. Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, dass ein Mensch nur spirituell erwachen kann, wenn er gesund ist. Das heißt, Menschen, die schwer krank sind, die leiden, die Schmerzen haben, sind nicht offen für ein spirituelles Erwachen. Und Menschen, die besetzt sind, von was auch immer, ich habe da ja extra Videos darüber gemacht, mit dir zusammen auch schon, kann man ja nachschauen, was es da für Besetzungen gibt. Muss ja nicht immer alles wiederholen und nochmal durchkauen. Diese Besetzungen, die sind natürlich mitverantwortlich mit den Krankheiten, dass die meisten Menschen eben nicht aufwachen können. Weil jemand, der jetzt jeden Tag Schmerzen hat und körperliche Leiden jeglicher Art und durch Besetzungen blockiert ist, der hat keinen Zugang zu seinem höheren Selbst, zu seinem eigenen Ich, ist quasi abgeschirmt und ist natürlich auch im Krankheitsfalle sehr beschäftigt, sich mit der Krankheit und den Symptomen abzugeben. Sprich, er rennt zu Ärzten, zu Heilpraktikern und so weiter. Und wir wissen ja beide aus Erfahrung, dass das meistens nichts bringt, weil nur Symptombehandlungen gemacht werden und die wahren geistigen Ursachen nicht behoben werden. Und das sehe ich als meinen Part, den Menschen zu befreien von ihrem Leid und von ihrem Schmerz und von ihren Besetzungen, damit sie überhaupt spirituell erwachen können, weil das ist ja Voraussetzung. Und natürlich muss der Mensch dann von selber so weit kommen, zu erkennen, dass er was an seinem Zustand verändern muss und Hilfe suchen muss. Das muss er selber erkennen. Den Schritt muss jeder Mensch selber tun, dass er sich auf den Weg macht und sagt, Moment mal, ich bin blockiert, mit mir stimmt was nicht, das ist nicht normal, dass ich schon so lange krank bin und so weiter. Ich muss jetzt mal andere Wege gehen, weil die bisherigen Wege mit den normalen Schulmedizinern haben nichts gebracht. Und dann landen die Menschen eben meistens bei Heilern und Geistheilern. Wenn sie Glück haben, landen sie bei mir. Und ich werde dann, soweit es im Seelenplan vorgesehen ist, diesen Menschen helfen, sich zu befreien, damit sie überhaupt in den Status des spirituellen Erwachens eintreten können, also damit sie den Weg überhaupt beschreiten können, weil sie ja sonst nur mit sich selber beschäftigt sind, mit ihren Leiden beschäftigt sind. Insofern ist es eben unbedingt notwendig, dass die Menschen geheilt werden und von den Besetzungen befreit werden. Das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung, um spirituell wachsen zu können. Okay. Sananda, du schreibst in deinen Büchern und berichtest in deinen Videos von diesen Verfolgungen,
von Drangsalen, Diffamierungen und Angriffen auch gegen deine Familie und natürlich hauptsächlich gegen dich als Heiler. Hat sich in der letzten Zeit an dieser Situation für dich und deine Familie etwas geändert? Ja, da hat sich sehr viel geändert. Das hat massiv zugenommen. Das hat massiv zugenommen. Das nimmt Ausmaße an. Epische Ausmaße nimmt es langsam an. Und das ist für Menschen, die meine Geschichte nicht kennen und die noch nie was von Gangstalking und von organisiertem Stalking gehört haben, nicht nachvollziehbar. Das wird dann in der Schulmedizin als Schizophrenie oder Paranoia definiert, solche Menschen. Wobei das Internet ist voll davon, mit Berichten, mit Webseiten, mit Berichten von Zielpersonen. Die Dr. Katrin Horten hat bei Free Spirit TV auch darüber berichtet, in einem Mehrteiler, als wie man lebt als Targeted Person, wobei sie nicht in meinem Programm ist. Es gibt nach meinen Ermittlungen ca. 15 Programmstufen. In den ersten 3 bis 5 Stufen sind alle Menschen hier drin auf der Erde. Das heißt, es durchleben viele Menschen so eine Art kleine Drangsale. Es würde zu weit führen, darauf einzugehen. Ich habe da Bücher darüber geschrieben. Die Menschen sollten meine Bücher lesen. Ich bin im höchsten Programm überhaupt, was es gibt, mit meiner kompletten Familie. Und wenn so eine Zielperson wie ich jetzt drin ist, dann kommen auch die ganzen Familienmitglieder mit rein. Und auch die nähere Verwandtschaft wird dann in das Programm mit reingezogen. Und diese Verfolgungs- und Drangsalierungsprogramme, die sind breit gefächert. Ich hatte einen Rechtsanwalt vor 7 Jahren, ungefähr 6 Jahren besucht. Und der war Bundesratsmitglied in Deutschland und kannte sich mit Geheimdiensten sehr gut aus. Und der hat mich richtiggehend geschockt. Den hatte ich ja nur zufällig auserwählt damals, weil ich ja die Verfolgungen gespürt habe und meine Frau. Und wir haben gemerkt, dass jetzt halt es plötzlich, jetzt höre ich mich doppelt, jetzt geht's wieder. Ja, und hörst du mich noch? Ja, höre ich noch gut, ja. Und dieser Anwalt, der war ein Meilenstein in meiner Entwicklung, weil ich habe bis zu dem Zeitpunkt mit niemandem, außer mit meiner Frau, darüber reden können, über diese massiven Verfolgungen. Und als ich den Anwalt damals besucht habe, in Süddeutschland, also ein langjähriger Politiker und hoch angesehener Rechtsanwalt, der hat mir dann auf den Kopf zugesagt, dass ich in einem Geheimdienstprogramm bin und dass das, was mir passiert, mir ab jetzt an jedem Ort der Welt passieren wird. Dass es eine Subkultur gibt, eine Parallelgesellschaft, ja, ob wir jetzt die sind oder eben die anderen. Es gibt eben eine Parallelgesellschaft. Da sind Wohlfahrtsverbände mit drin, das Rote Kreuz, der Vatikan, die Kirchen, der Staat im Hintergrund natürlich auch. Und was die alle verbindet, das sind die Freimaurerlogen, weil die gibt es auf der ganzen Welt. Und das Rote Kreuz gibt es auf der ganzen Welt und so weiter. Und da gibt es Programme, die existieren mehr oder weniger schon seit Jahrhunderten. Und im Mittelalter hat man Menschen, die in diesen Programmen waren, hingerichtet. Da gab es dann den Dorfhetzer, den Dorfspion. Und da gab es dann auch so ein System, so ein Konglomerat von Verrätern, die mehr oder weniger immer auf der Suche waren nach außergewöhnlichen Menschen, die entweder auffallend schön waren, gerade bei Frauen im Mittelalter, oder die außergewöhnlich intelligent waren oder die rebellisch waren, die aufmüpfig waren, die man nicht so kontrollieren konnte und so weiter. Und diese Menschen hat man ins Visier genommen und hat man dann systematisch ausgerottet durch eben die Inquisition. Und da sind ja Millionen Menschen hingerichtet worden. Diese Programme haben sich natürlich durch die Technik verändert im Laufe der Jahrhunderte. Mittlerweile haben sie elektronische Folterwaffen, Mikrowellenwaffen, die sie von Nachbarn auf uns strahlen lassen.
Es gibt richtige Organisationen, die Geld dafür bekommen, Menschen wie mich zu verfolgen. Und zwar so, dass es andere Menschen nicht mitbekommen, sondern nur, dass es ich und meine Familie mitbekommen, weil wir Bescheid wissen. Das sind mehr oder weniger heimliche Überwachungen, heimliche Angriffe, die 24 Stunden am Tag stattfinden. Und da sind alle Indigos drin und alle verkappten Indigos. Und es gibt da nach meinen Ermittlungen auch einen Hinweis zum sogenannten ADS-Syndrom. Das heißt, Menschen, die unter dem ADS-Syndrom leiden, die Schulmedizin stellt das ja als Krankheit hin, das ADS nicht zu verwechseln mit dem ADHS. Das ADHS, das hat mehr was mit dem Impfen zu tun. Und das ADS, das ist eine angeborene Sache, das hat was mit der Seelenstruktur zu tun. Das heißt, jeder, der ADS hat, ist entweder ein Indigo oder ein verkappter Indigo. Das heißt, in ihm schlummert ein Indigo oder er war mal ein Indigo und wird wieder mal einer sein. Er hat diese Seelenstruktur. Das heißt, es sind Menschen, die sich nicht beugen lassen, die sich was trauen, die das Rebellische in sich haben und die Wahrheitsverkünder sind. Und das hängt alles zusammen mit den Verfolgungen. Und den Menschen draußen wird natürlich, die in den Organisationen, die kleinen Überwacher, die kleinen Verfolger, die kleinen Stalker, die wissen natürlich nichts von Freimaurern und von Indigos. Die machen das für Geld, einfach nur für Geld. Und es werden auch Nachbarn rekrutiert, die für Geld gewisse Dienste machen. Die kriegen auch Ortungen an die Hand von uns. Da geht dann immer eine Woche lang der eine Nachbar vom Block nebendran gleichzeitig mit mir raus. Eine Woche später geht der Nachbar vom anderen Block mit mir raus. Und in der dritten Woche wieder von uns weiter. Und beim Heimkommen ist es das Gleiche. Oder sie machen dann bestimmte Gerüche, die sie in die Wohnung leiten. Oder es hämmert einer ständig unter dir immer wieder, dass man zusammenzuckt. Also sie geben sich reichlich Mühe. Und auf der Straße, da gibt es richtige, ja, Verfolger, die einem ständig auf der Spur sind und die ergeben sich dann auch zu erkennen. So der Freimaurer, sieht man jetzt meinen Arm, der hängt dann immer so seinen Arm aus dem offenen Fenster bei 0 Grad. Das ist ja normal. Das sind so Erkennungszeichen, der rechte Winkel und das L von den Freimaurern. Und du wirst dann quasi weltweit durchgereicht, weitergereicht. Ist egal, wo du hingehst. Du wirst überall in dieses Programm übernommen und das gibt es weltweit und das ist eben die Verbindung über die Freimaurerlogen. Und diese Verfolgungen, die werden jetzt auch ausgeweitet, natürlich im kleineren Stil, auf alle, die jetzt diesem kommenden System im Wege stehen. Das heißt, ich bin quasi so eine Art Vorreiter. Ich habe ja schon seit Jahren berichte ich über die ganzen Verfolgungen und mittlerweile kommen immer mehr Leute, die das mir berichten, dass sie auch solche Erlebnisse haben. Also das ist quasi so ein Programm für alle Regimegegner, Systemkritiker werden da auch mit reingenommen. Natürlich nicht in das volle Programm, sondern eben in auszugsweise ein paar Stufen von dem Programm. Wenn die das volle Programm hätten, das würden die meisten nicht überleben. So wie bei mir, wenn dann nachts Besuch kommt in die Wohnung. Ich bin ja heilsichtig. Ich sehe dann auch, welcher Besuch da kommt. Da kommen Schwarzmagier, da kommen Reptiloiden und natürlich auch verstorbene Seelen, aber die kommen jetzt weniger auf Kommando, sondern die kommen aus anderen Gründen zu mir. Aber die Freimaurer, natürlich nicht alle Freimaurer. Man darf eben nicht immer alle über einen Kamm scheren. Es soll ja auch gute Freimaurer geben. Vielleicht lerne ich mal noch einen kennen. Und es gibt eben Freimaurer, die machen ihre Rituale, sie machen ihre Opfergaben. Und bei diesen Opfergaben und Ritualen nehmen sie Verbindung auf mit der dämonischen Welt, mit der Reptiloidenwelt. Das sind aber zweierlei Welten, das bringen viele durcheinander. Und sie bekommen dann, wenn sie Kontakt haben mit diesen dämonischen Wesen, für mich sind auch die Reptiloiden dämonische Wesen, von dem abgesehen, weil sie bösartig sind, machen sie mit diesen Wesen Verträge.
sie machen Beschwörungen und geben dann diesen Wesen bestimmte Kontaktdaten, welche Personen müssen astral verfolgt werden und geben dann auch gezielte Aufträge. Das heißt, sie können auch gezielt astrale Schwarzmagier zu mir lenken oder zu jedem anderen, zu dem sie schicken wollen, der dann dort diesen Menschen plagt und eben dafür sorgt, dass der über den Teppich stolpert, dass ihm das Handy aus der Hand fliegt, dass er mit dem Kopf gegen die Türe rennt, dass er mit dem Auto gegen den Pfosten fährt und so weiter. Am liebsten noch mit dem Auto in ein anderes Auto reinfährt. Das können sie auch machen. Mhm. Also die sorgen gezielt dafür, dass Menschen wie ich geschädigt werden, nachhaltig geschädigt werden. Und diese Verfolgungen haben immens zugenommen, speziell auch im nachbarschaftlichen Bereich. Ich stelle immer mehr fest, dass Nachbarn involviert werden. Sowas merkt man mit der Zeit. Man kriegt da ein Auge dafür. Und ich mache jetzt einfach mal Pause, bevor ich jetzt nur über das Thema rede. Vielleicht habe ich die Frage schon längst beantwortet. Ich weiß es nicht. Sananda, wie gesagt, wir sind mitten in der Beantwortung der Frage. Vielleicht zu einem anderen Teil noch. Du hast von den Reptos berichtet und von den Grauen und dass die aus einer anderen Dimension stammen und sie würden sich durch diese negativen Energien der Menschen überhaupt ernähren. Könntest du vielleicht dazu noch etwas sagen? Die Reptiloiden und die Grauen. Ja, ich habe schon so viel gesagt über das Thema. Habe heute auch überlegt, eigentlich ist alles schon gesagt. Ich kann jetzt immer nur Dinge wiederholen oder noch detaillierter reingehen, aber im Prinzip ist alles schon gesagt. Ich habe in meinen Büchern alles gesagt. Ich habe in über 30 Videos alles gesagt. Wir leben in einem Reptiloiden-System hier auf der Oberfläche der Erde, auf der flachen Erde. Es soll ja immer noch kugelgläubige Aufklärer geben. Mich wundert, dass die überhaupt noch gerade laufen können, weil die müssten ja dann alle umkippen, so schräg wie sie laufen. Das ist nur am Rande. Aber wir leben in einem Reptiloiden-System, welches diese kalte Rasse über Jahrtausende installiert hat, seit Atlantis bei uns auf der Oberfläche. Und dieses Reptiloide-System ist darauf aufgebaut, Leid und Schmerz zu verursachen bei der Menschheit und Angst. Leid, Schmerz und Angst. Weil sich diese Wesen, diese astralen Wesen, in ihrer Dimension ernähren sich von den speziellen negativen Energien, die durch Leid, Schmerz und Angst entstehen. Die Grauen wurden geschaffen von den Reptiloiden als ihre Sklaven. Das sind im Prinzip eigentlich auch Reptiloiden. Die haben nur so einen grauen Anzug an, möchte ich es mal so plastisch darstellen. Das sind seelenlose Bioroboter. Und das ganze System auf der Welt ist über die Grauen und über die Reptiloiden so aufgebaut worden, dass die sich ständig vollfressen können, weil sie die Menschheit immer mehr in den Bereich Leid, Schmerz und Angst hineingeführt haben. Und nur wenn man das große Bild erkennt, die großen Zusammenhänge erkennt, kann man verstehen, warum die Welt so ist, wie sie ist. Und dieses große Bild versuche ich den Menschen seit Jahren zu erklären, über meine Bücher, DVDs, über meine Videos. Nichts anderes möchte ich tun. Und diese Wahrheit ist sehr unglaubwürdig, deswegen glauben es die meisten nicht, weil es sowas von, obwohl sie ständig Science-Fiction-Filme angucken oder Horrorfilme mit den kreuzigsten Gestalten, die dort in UFOs landen und die Menschen fressen, das akzeptieren sie. Aber wenn man ihnen sagt, dass es eine andere Dimension gibt,
wo andere Wesen leben, die sich von unserer negativen Energie ernähren, das fällt ihnen dann schwer zu glauben. Und viele Menschen können das nicht akzeptieren. Und deswegen sieht die Welt so aus, wie sie ist, weil sie das nicht glauben können. Weil es ist für die meisten Menschen einfach zu groß für ihren Verstand, das zu akzeptieren. Sananda, übrigens ein guter Hinweis, dass in Filmen diese Sachen angeschaut werden und aber die tatsächlich vorhandenen Sachen nicht wahrgenommen werden oder als Humbug abgetan werden. Interessanter und wichtiger Hinweis. Mhm. Die nächste Frage ist einander. Du wirst ja im Internet sehr übel verleumdet. Früher war das hauptsächlich die Mainstream-Presse. Mittlerweile aber auch stammen diese Verleumdungen auch aus der spirituellen Szene selbst heraus. Was hat es damit auf sich, Sananda, dass Menschen, die von sich selbst sagen, dass sie spirituell arbeiten würden, einen der erfolgreichsten Heiler unserer Zeit, also dich, Sananda, angreifen und versuchen, dich in Misskredit zu bringen? Was ist da der Hintergrund? Ja, es ist ja so, dass das Licht generell schon immer von der Dunkelheit attackiert wird. Das ist so alt wie die Menschheit selbst. Und die Dunkelheit existiert überall. Die gibt es ja auch in der spirituellen Szene. Momentan sind über 85% der Menschen seelenlos. Und das zieht sich natürlich auch in den spirituellen Bereich hinein. Warum soll es dort Halt machen? Also die meisten spirituellen Menschen, also die spirituell gewerblich tätig sind, meine ich jetzt, und viele der gewerblichen Aufklärer fallen auch unter diese Quote. Und die greifen natürlich dann Menschen an, die anders sind wie sie. Und da bin ich ja prädestiniert dafür. Ich polarisiere ja schon immer. Das war auch schon früher so bei mir in der Schule, bei der Arbeit, im Network Marketing, wo ich lange Jahre tätig war, war es auch nicht anders. Das heißt, das hat mit meiner Tätigkeit als Geistheiler nichts zu tun. Das hat was mit meiner Planetenherkunft zu tun, mit meiner Seelenherkunft. Mit meinem Bewusstsein hat es was zu tun. Das heißt, das hohe Bewusstsein wird angegriffen, wird attackiert vom niederen Bewusstsein. Die Motten greifen das Licht an. Wenn du die Straßenlaternen beobachtest, dann wirst du sehen, dass die Motten regelrecht auf das Licht losgehen. Das heißt, die prallen immer wieder auf die Laterne drauf und irgendwann verbrennen sie an der Laterne und fallen tot runter. Und genauso prallt es an mir ab, diese Angriffe der niederen Bewusstseine. Ich habe zwar etwas lange gebraucht, das zu akzeptieren. Anfangs hatte ich mich immer gewehrt, habe immer versucht, mich zu verteidigen, zu rechtfertigen. Ich habe dann irgendwann erkannt, dass es keinen Sinn macht, sich zu verteidigen und zu rechtfertigen, weil wenn dich jemand nicht mag, dann mag er dich eben nicht. Und wenn jemand was gegen dich hat, dann ist er eben gegen dich. Dann kannst du machen, was du willst. Keine Chance. Und viele erkennen eben in mir dieses hohe Bewusstsein. Unbewusst erkennen die das und greifen es an. In dem Moment schon, wo sie mich sehen. Es ist eine Sache der Energie. Sie sehen dich und kriegen sofort einen bösen Blick. Oder sie kriegen sofort dieses Neid- und Missgunstgefühl. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Und das ist auch ein Grund eben, warum die Menschheit so dunkel ist, weil sie sind durchströmt von Neid, Missgunst und Gier. Sie würden alles tun vor der Kamera, um Geld zu verdienen. Die wenigsten würden so wie ich sich trauen, die Wahrheit zu sagen und riskieren dabei, Klienten zu verlieren. Weil die meisten gucken nur, dass sie so viele Klienten wie möglich bekommen und reden eben schließlich daher, wie viele Aufklärer gibt's, wie viele lila Launebären gibt's, die immer nur, ach, wie schön ist doch die Welt und alles wird gut,
macht euch keine Sorgen, ich liebe euch alle. Und da gehöre ich eben nicht dazu. Ich sage den Menschen eben das, was sie nicht hören wollen, sondern das, was sie hören sollen. Und das ist nicht so beliebt. Und der Faktor Neid und Missgunst ist natürlich jetzt in meiner jetzigen Position auch maßgebend, weil viele Spirituelle mich jetzt langsam erst richtig wahrnehmen, weil ich eben immense Erfolge habe. Und sie haben diese Erfolge nicht, also muss ja bei mir was faul sein. Also bin ich ganz sicher dunkler und ganz sicher ein Lügner. Ist ja eindeutig. Und damit muss man eben leben und muss ich eben leben. Ich stehe da mittlerweile sehr drüber und kann da oft nur noch müde lächeln über diese Menschen. Und damit muss ich leben. Das werde ich nicht ändern können. Vermutlich aber die richtige Antwort auf diese Angriffe. Sananda, du hast einmal gesagt, dass die Menschheit nicht vor ihrem Höhepunkt steht, sondern am Abgrund. Vielleicht kurz für unsere Zuseher, wie beurteilst du die aktuelle Lage und die Entwicklung der Welt in dieser brisanten Zeit? Ja, den Satz mit der Menschheit, die nicht auf dem Höhepunkt ist, sondern am Abgrund steht, habe ich von einem alten guten Freund auf einer CD gehört. Sollte er mal mein Interview jetzt hören, das habe ich von dir. Und der hat mir so gefallen, der Satz, weil es ist wirklich so, die Menschheit denkt, sie sind die Krone der Schöpfung und sie sind aufgrund ihrer technischen Fähigkeiten und ihres technischen wissenschaftlichen Wissens jetzt ganz oben angelangt auf dem Schöpfungsbaum. Und es ist eben genau andersherum. Je mehr Technik ins Spiel kommt, je mehr künstliche Intelligenz ins Spiel kommt, desto tiefer wird die Menschheit sinken in ihrem Bewusstsein. Und wir sind noch nicht am Ende angelangt. Das heißt, momentan steht die Menschheit vor dem Abgrund. Also sie ist noch nicht runtergefallen. Es fällt noch ein Schritt. Also man kann sagen, gestern standen wir noch vor dem Abgrund. Morgen sind wir vielleicht einen Schritt weiter. Das bedeutet natürlich, habe ich schon vieles gesagt über die Zukunft. Und ich möchte ja auch meine Zuseher nicht langweilen mit Wiederholungen. Da hat sich nichts dran geändert, was ich in meinen früheren Interviews gesagt habe über die Zukunft. Da hat sich nichts geändert. Momentan herrscht natürlich Chaos. Ich möchte jetzt gezielt bestimmte Dinge nicht ansprechen in dem Video, weil ich nicht möchte, dass es gesperrt wird und gelöscht wird. Ich sage auf meinem Blog täglich meine Meinung und meine Prognosen. Also wer da was wissen will über die momentane Situation und über die Zukunft, über die nahe Zukunft, soll auf meine Webseite gehen, auf meinem Blog. Da schreibe ich immer was, oder auf meinem Telegram-Kanal. Die Adresse steht auch auf meiner Webseite. Prinzipiell ist es so, um noch ein paar Worte zu der allgemeinen Situation zu sagen, dass momentan ein Raubüberfall passiert auf die Menschheit. Das heißt, die Menschheit wird momentan von den Reptiloiden gefangen genommen und zu Hause eingesperrt. Die Wirtschaft wird ruiniert, die Finanzen werden ruiniert, die Währungen werden ruiniert, Menschenleben werden ruiniert. Es folgt momentan der Niedergang der Menschheit und die Menschen werden auch genötigt, gewisse Dinge zu tun. Es wurde ja auch schon prophezeit in der Johannes-Offenbarungen, dass man eines Tages nur noch mit dem Mal des Teufels, sage ich jetzt mal, wird kaufen und verkaufen können, am Leben teilnehmen können. Dieses Mal kommt jetzt. Dieses große Mal wird den Menschen jetzt indoktriniert, aufgezwungen. Und wer dieses Mal nicht auf sich nimmt, der wird dann irgendwann nicht mehr am Leben teilnehmen können. Der wird dann nur noch zu Hause sitzen können. Also es läuft momentan in der Börsenwelt, würde man sagen, eine feindliche Übernahme findet gerade statt. Das
Das heißt, die Menschheit wird momentan komplett versklavt und gefangen genommen und aller ihrer Rechte beraubt, Stück für Stück. Und der Clou, den die Reptos dabei anwenden, ist, dass sie es den Menschen so verkaufen, dass sie das Gefühl haben, sie werden beschützt und ihnen wird geholfen. Und die meisten Menschen sind so unwissend und naiv, dass sie das eben alles glauben, was man ihnen jeden Tag im Fernsehen und in den Zeitungen erzählt. Viele kennen ja auch keine alternativen Medien. Und wenn sie welche kennen, wollen sie sie nicht wahrhaben. Sie sind mind-controlled, die Menschen über die vielen Funkantennen, die überall stehen. Die gehen über die Bluthirnschranke rein und können den Gedanken eingeben. Und die Menschheit ist besetzt. Es gibt momentan, ich sehe fast keinen Menschen mehr, der nicht besetzt ist, wenn ich unterwegs bin. Manche mehrfach besetzt. Also die Menschen sind absolut steuerbar. Und wenn kein Wunder geschieht, dann wird das nicht gut ausgehen. Leider. Okay. Sananda, ich möchte noch etwas bei diesem Zustand der Welt, der momentanen Welt bleiben. Die Frage ist, wie ist es dazu gekommen, dass die Menschheit so tief fallen konnte überhaupt? Vielleicht dazu noch ein paar Worte. Es ist dasselbe Thema, aber naja, mir scheint es wichtig. Es ist eben wichtig, dass die Menschen das verstehen, das große Bild. Ich habe in meinem letzten Interview 2036 das Ende der reptiloiden Schreckensherrschaft darüber auch schon gesprochen. Also wer sich da genau informieren will, dieses Video nochmal anschauen. Warum wir jetzt so weit gekommen sind, ist, weil die Menschheit wurde schon lange übernommen von der Dunkelheit und infiltriert. Die Reptiloiden inkarnieren auch in Menschen. Momentan sind 25% der Menschen reptiloider Struktur und somit direkt angeschlossen an das satanische morphogenetische Feld und auch zu 100% steuerbar durch diese negativen Kräfte. Dann sind viele, die noch Menschen waren, abgefallen, im wahrsten Sinne des Wortes, haben ihre Seele verloren und kommen dadurch auch direkt in das negative morphogenetische Feld und werden zu 100% manipulierbar. Zu 100%. Das heißt, 85% im Gesamten der Menschheit ist momentan durch die Dunkelheit kontrolliert, durch die negativen Wesenheiten, die unseren Planeten beherrschen. Und die machen das, was man ihnen eingibt. Deswegen haben die anderen 15% einen ganz schweren Stand. Und das merken wir auch tagtäglich. Die Zuschauer, die das einkaufen gehen müssen und keine Gesichtsbedeckung tragen, die wissen, was ich meine. Und das zieht sich hindurch durch die gesamte Gesellschaft. Die Gesellschaft ist gespalten und wird immer mehr gespalten. Und diese Spaltungen gehen durch Familien durch, gehen durch Beziehungen durch, durch Partnerschaften, durch Ehen, durch Verwandtschaften, durch Arbeitsverhältnisse, durch Geschäftsbeziehungen. Die Menschheit wird komplett gespalten und getrennt und isoliert. Das ist der Prozess, der momentan stattfindet. Und die Menschheit konnte deswegen so tief fallen, weil sie sich den Verführungen Satans hingegeben hat. Das heißt, sie haben sich verführen lassen, weil die dunklen Wesen, die Reptiloiden und ihre Helfershelfer haben den Menschen nichts aufgedrängt. Sie haben sie nicht gezwungen. Alles wurde ihnen gezeigt und schmackhaft gemacht und die Menschen haben sich dafür entschieden. Sie haben sich immer weiter von Gott entfernt, immer mehr von der Natur entfernt und haben sich entschieden für Macht, für Schönheit, für Geld, für Luxus, für Bequemlichkeit. Und darum ist die Menschheit gefallen und Neid und Missgunst und Gier, diese drei Dämonen beherrschen die Menschheit bis zum heutigen Tag.
durch diese Anbindung an die Dunkelheit haben die Menschen die Anbindung an das Göttliche verloren. Das heißt, sie trennen sich von Gott. 85% der Menschheit ist momentan von Gott getrennt und es werden noch mehr werden. Und wir sind noch nicht am Ende des Fallens angelangt. Die Menschheit wird noch tiefer fallen. Ja, wenn man sich dieses Szenario vor Augen hält, also diesen Zustand, muss sich jedem von uns die Frage aufdrängen, Sananda, was kann jeder von uns, also der Einzelne, gegen diesen Zustand tun oder was kann er tun, damit sich dieser Zustand verbessert? Wir können sehr viel tun. Das heißt, der Wandel wird kommen, die Menschheit wird sich wandeln, es wird eine neue Erde kommen, es wird eine neue Welt kommen, es wird alles kommen, was vorausgesagt wurde. Und ich bleibe dabei, es liegt nur an den Menschen, wie sie sich jetzt und in Zukunft verhalten in den nächsten Jahren. Ich würde sagen, in den nächsten 2 Jahren. Ob sie sich gefangen nehmen lassen oder ob sie sich widersetzen. Ob sie sagen, so bis hierher und nicht weiter, jetzt reicht's. Und offenbar reicht's den Menschen noch nicht. Weil sie wehren sich nicht, sie widersetzen sich nicht. Aus den Gründen, die ich gerade eben vorher gesagt habe, wird es auch schwer werden. Das heißt, ich habe zum einen natürlich die Hoffnung und den Glauben, dass immer mehr Menschen aufwachen werden und dass wir das Ganze noch drehen können. Es wäre ja schlimm, wenn man diese Hoffnung nicht mehr hätte. Auf der anderen Seite habe ich ja auch das Wissen über die Menschheit und weiß ja auch, dass es bei den meisten gar nicht möglich ist. Es ist nicht möglich. Es ist ungefähr so, wie du aus dem Ackergau kein Rennpferd machen kannst. Und wenn du noch so auf den Ackergau einredest, er wird kein Rennpferd werden. Das heißt, er wird vielleicht in irgendwelchen Inkarnationen später mal zum Rennpferd werden. Und so ähnlich ist es auch bei der Menschheit. Die Masse der Menschheit kann gar nicht aufwachen und soll auch gar nicht aufwachen. Sie dient eigentlich nur den wenigen anderen, die aufwachen sollen, damit diese aufwachen können. Das ist das Geheimnis. Insofern läuft alles nach dem göttlichen Plan und Gott lässt das Ganze ja auch zu, sonst würde es ja nicht passieren. Im Prinzip dient alles, was jetzt passiert und kommt und noch kommen wird, dient den beseelten Menschen, dass sie aufwachen können, um aufzusteigen. Was der Einzelne tun kann momentan ist, er soll der Tierwelt helfen. Helft den Tieren da draußen. Gebt ihnen Futter, gebt ihnen Nahrung, gebt ihnen Schutz. Lasst sie nicht sterben. Die ganzen Gnadenhöfe werden kaputt gehen. Das Tierleid wird immense Ausmaße annehmen. Nicht nur das Menschenleid, auch das Tierleid. Jeder Einzelne, der mir jetzt zuhört, soll in seinem Umfeld schauen, dass er die Tiere in seinem Umfeld retten kann. Im Wald und auf der Heide und am See und auf dem Balkon und wo auch immer. Helft den Tieren und helft den Gnadenhöfen. Spendet an die Gnadenhöfe und fahrt auch selber mal hin und guckt. Ihr könnt euer Leid vielleicht nicht lindern. Aber ihr könnt das Leid eurer Umgebung lindern. Und somit lindert ihr auch euer eigenes Leid, liebe Zuschauer. Helft den Tieren da draußen und helft euren Nächsten. Die Familie, wer ist für euch, wer ist gegen euch? Entscheidet euch für diejenigen, die für euch sind und verbindet euch mit diesen. Ihr müsst zusammenstehen und trennt euch von denen, die euch kaputt machen. Trennt euch von denen, die euch krank machen und euch blockieren. Trennt euch von diesen Menschen. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir sind jetzt in der Phase, wo wir uns entscheiden müssen, welche Richtung gehen wir. Gehen wir den bequemen Weg, damit wir den Freifahrtschein kriegen für die Zukunft,
der uns jetzt angeboten wird, der uns aber das Leben kosten könnte und unsere Seele kosten wird? Oder gehen wir den schweren Weg, den Jesusweg, den leidvollen Weg, den schmerzhaften Weg, den Weg der Gegenwehr, des Widerstands und der Rebellion und der Nächstenliebe und der Hilfe für die Tiere? Der Jesusweg bedeutet, zur Wahrheit zu stehen und sich nicht beugen zu lassen und den Nächsten zu helfen, die in Not sind. Und das sind momentan die Tiere, die sind hilflos. Den Tieren geht es ganz dreckig und wird es noch dreckiger gehen. Und die Tiere sind Gottes Geschöpfe und wir Menschen sind für sie verantwortlich und wir sind auch verantwortlich dafür, dass es ihnen so dreckig geht. Also der Einzelne kann was tun, indem er sein Umfeld unterstützt, indem er die Tiere unterstützt in seinem Umfeld, indem er sich entscheidet, zu wem er hält und indem er zur Wahrheit steht. Das kann der Einzelne tun, zur Wahrheit stehen und sich nicht beugen lassen, egal was passiert. Ja, auseinander, danke. Das sind konkrete Vorschläge, die jeder von uns auch für sich in seinem kleinen Universum umsetzen kann. Eine interessante Frage noch oder ein interessantes Thema. Welche Rolle, auseinander, spielt CERN oder CERN? Ich glaube, CERN sagt man, das sogenannte Kernforschungsinstitut im schweizerischen Genf. Du hast gesagt, dass dort, also in CERN oder in Genf, alles in Ordnung? Ich muss nur den Rollladen kippen, weil es zu hell wird und dann wird mein Bild zu dunkel. Sorry. Ach so, okay. Na, passt alles wieder klar. Ja, wir sind ja live. Ja, das ist kein Problem, darf man schon. Also, die Frage war bezüglich dieses Kernforschungsinstitutes in Genf mit der Bezeichnung CERN. Du hast gesagt, dass dort in CERN unter falscher Flagge gearbeitet wird und dass dort ganz andere Absichten und Aufgaben, als man uns weismachen will, verfolgt würden. Könntest du uns dazu auch noch etwas sagen? Ja, ich bin jetzt kein ausgesprochener CERN-Spezialist. Ich habe aber natürlich gewisse Möglichkeiten und Fähigkeiten, Dinge festzustellen. Und CERN ist natürlich nicht das, was es nach außen verkauft wird, wobei die meisten nicht mal wissen, für was es verkauft wird, weil die meisten CERN gar nicht kennen. Ein Milliardenkonstrukt in Genf, am Genfer See, unterirdisch, Kilometer lang. Niemand so weiß genauso richtig, wie groß das Ganze ist. Also auf jeden Fall hat die EU Milliarden reingesteckt und die sollen Elementarteilchen erkunden und erschaffen und was auch immer. Ich bin jetzt kein Physiker und kein Techniker. Ich kann da zu dem Ganzen gar nichts sagen. Ich sehe das aus dem, was ich sehe, was die tun. Und für mich, was ich festgestellt habe bei meinen Reisen, ist, dass die dort Dimensionstore öffnen, um ihre Kumpels aus der anderen Dimension massenhaft zu uns rüberzuholen, in unsere Dimension. Und sie holen massenhaft Dämonen aus den untersten Ebenen hervor, indem sie diese Tore öffnen mittels ihrer riesigen und schnellen Maschinen dort und ihrer Technik, die sie haben. CERN ist im Prinzip ein Hilfsmittel für die komplette Übernahme der Menschheit auf astraler Ebene. Und diese ganzen Wesen, die jetzt schon ständig rüberkommen, die werden natürlich die Menschen immer noch mehr besetzen und manipulieren und schädigen. Also das Ausmaß ist enorm, was ich an negativen Wesenheiten sehe, die da zu uns in unsere Dimension kommen und die Menschen besetzen. Es werden immer mehr Menschen besetzt. Das ist schrecklich. Also wenn ich rausgehe, ich sehe beim Einkaufen, ich sehe nur noch Zombie-Roboter, die 5 Dämonen auf der Schulter haben und ein Reptor hinterherläuft mit der Hand im Rücken.
und die quer steuert über die energetische Verbindung. Das heißt, die Menschen sind Roboter. Und da müssen wir aufpassen. Das wird für uns noch ganz gefährlich werden, für die erwachten und beseelten Menschen. Diese anderen werden irgendwann auf uns losgehen. Die werden uns das Leben zur Hölle machen. Irgendwann sind wir vielleicht noch froh, wenn wir zu Hause eingesperrt sind. Du hast es schon angesprochen. Ich möchte vielleicht doch noch ganz kurz bei diesem Thema bleiben, weil es auch mir persönlich sehr wichtig erscheint. Die Rolle der Tiere beim Projekt Erde. Vielleicht dazu noch ein paar letzte Worte. Ja, Tiere sind unsere Freunde. Tiere sind Heiler und Tiere sind hier, um uns zu helfen und uns zu lehren. Das sind unsere Lehrer. Nicht wir trainieren die Hunde auf dem Hundeplatz, sondern die Hunde trainieren uns. Und die Katzen erziehen uns. Und jedes Tier hat seinen Platz auf der Welt. Wir sollten respektvoll mit den Tieren umgehen und keine Tiere töten. Also wenn ich einen Käfer an der Wand habe, dann nehme ich den mit dem Glas und ein Blatt Papier und befördere ihn auf den Balkon und zermalme ihn nicht. Also wir haben keinen Grund, Tiere zu töten. Es gibt keinen Grund. Wir können uns schützen. Vor manchen Tieren müssen wir uns schützen, logisch. Vor Schnaken zum Beispiel sollte man sich schützen. Die muss man jetzt auch nicht retten in dem Sinne. Aber man muss sie auch nicht unbedingt töten, weil alles hat irgendwo einen Grund. Wenn ich von Ungeziefer befallen werde, bin ich in der Regel besetzt. Wenn meine Wohnung von Ungeziefer befallen wird, dann hat es fremde negative Energien in der Wohnung, was bei mir leider oft vorkommt durch meine Behandlungen. Wenn ich Menschen behandle jeden Tag, bekomme ich natürlich deren negativen Energien und Besetzungen, die mich dann besuchen. Ich habe manchmal 400, 500 Wesenheiten alleine hier in diesem Büro, wo ich jetzt bin und arbeite, wenn ich stundenlang arbeite. Und da muss man dann ständig Ablösungen machen, damit dann verschwindet auch das Ungeziefer wieder. Also es gibt keinen Grund, Tiere zu töten. Es gibt nicht einen einzigen Grund. Und die Reptiloiden haben den Menschen beigebracht, dass man Tiere essen soll, weil sie selber Tiere und Menschen essen. Und die Menschen haben sich verführen lassen. Und das war das Größte und Schlimmste, was der Menschheit überhaupt passieren hätte können, ist, dass sie die Tiere töten und essen. Das war der Beginn des Abfalls der Menschheit, also des Abfallens der Menschheit. Und das war die schrecklichste Fehlentscheidung, die die Menschheit je getroffen hat. Und solange die Menschen Tiere weiterhin töten und essen, wird sich nichts ändern am Schicksal der Menschheit. Im Gegenteil, es wird dahin ausgehen, dass die Menschen das Schicksal der Tiere teilen werden bald. Weil Tiere werden ja auch geimpft und gechippt und dann irgendwann getötet. Und alles kommt auf einen zurück. Alles, was du deinem Nächsten antust, wird auch dir angetan werden. Alles, was du den Tieren antust, wird auch dir angetan werden. Das hat nichts mit Rache zu tun, sondern das ist ein kosmisches Gesetz. Das ist mehr oder weniger ein Resonanzgesetz. Oder das Gesetz des Ausgleichs. Die Menschen schleppen ja auch das Karma mit sich rum, das Karma des Tierleids. Durch das ständige Töten laden die Menschen sich immer noch mehr Karma auf. Und die Menschen, die das weiterhin essen und sich keine Gedanken machen, weil sie sagen, Tiere gehören eben zur Nahrungskette und wir stehen halt leider am oberen Ende der Nahrungskette. Diese Menschen kennen wir ja alle, die so reden. Diese Menschen müssen sich mal überlegen, was wäre, wenn es noch eine andere Art geben würde, die vielleicht über den Menschen steht und der Mensch dann ein Teil der Nahrungskette wird. So was soll es ja geben. Es gibt in der inneren Erde Gefangenenlager von Reptiloiden, die dort Tausende und Zehntausende Menschen gezüchtet haben. Das hört sich jetzt schrecklich an, auch für dich wahrscheinlich. Habe ich in meinen Büchern geschrieben,
Die züchten die Menschen selber, die sie essen wollen. Die werden selten alt, weil sie am liebsten Kinderfleisch essen, die Reptiloiden. Und auch die inkarnierten Reptiloiden und Dracos, die unsere sogenannte Elite, essen gerne Kinderfleisch. Die machen auch gerne Jagd auf Kinder, jagen die in den Wäldern und schneiden ihnen dann den Pinsel ab und kochen diese dann und essen sie dann und geilen sich auf und pushen sich auf mit dem Adrenochrom, dass sie da durch die Folterungen an den Kindern produzieren. Diese Sachen gibt es wirklich und wird natürlich von den Mainstream-Medien lächerlich gemacht ins Fabulöse gestellt, ist aber leider Fakt. Und das, was die Menschen mit den Tieren machen, ist genau das Gleiche wie das, was die Reptos mit den Menschen machen. Es ist genau das Gleiche. Nur für die Menschen ist es normal, dass Tiere leiden müssen und dass man sie frisst. Sie züchten oder sie halten. Ich hatte mal einen Nachbar früher, oder meine Frau eher gesagt, die haben Kaninchen gezüchtet und die Kinder haben dann mit denen auf dem Arm gespielt. Und irgendwann kam dann halt der Papa mit dem Bolzenschussapparat und dann gab es halt Hasenbraten. Und dann sagt dann das Kind, morgen gibt es den Fritz, morgen essen wir den Fritz. Ja, so wachsen diese Kinder auf. Das ist für die denn normal, dass man die isst, die man liebt und die man streichelt. Und wird irgendwann könnte das auch so mit den Menschen passieren. Weil man kann ja alles indoktrinieren. Man kann ja auch den zukünftigen Kindern sagen, es ist normal, dass man die Alten essen muss, um CO2 einzusparen, damit man die nicht vergraben muss und verbrennen muss. Essen wir die lieber. Ist ja schade ums Fleisch. Und das hört sich jetzt hart an, aber es ist eben Realität. Wir leben in einer perversen, brutalen Welt, in einer Horrorwelt. Und für mich persönlich ist es eine Horrorwelt. Und ich darf gar nicht dran denken, was mit den Tieren passiert, jeden Tag. Ich darf nicht dran denken, weil ich sonst wahnsinnig werde, wenn ich dran denke, dass 150 Milliarden Tiere pro Jahr geschlachtet werden, damit sie irgendwelche Dumpfbacken in China sich den Hals voll essen mit Schweinefleisch von uns. Mhm. Und weil die Menschen sagen, das ist halt so lecker, das Paprikaschnitzel ist halt so lecker. Du merkst jetzt schon, wie ich mich echauffiere bei dem Thema. Ich muss mich jetzt beherrschen, zurücknehmen, um den Faden nicht zu verlieren. Solange die Menschen nicht einsehen, dass Tiere Lebewesen sind, die genauso ein Recht haben zu leben wie sie selber, solange wird sich am Schicksal der Menschheit nichts, aber auch gar nichts ändern. Ich erlöse dich jetzt von diesem Thema auseinander, obwohl es sehr wichtig ist und ganz brisant natürlich. Vielleicht noch, du hast es schon angesprochen, dass rund 87% der Menschen seelenlos sind. Die Zuschauer wird die Frage interessieren, welche Aufgabe einander hat die Seele? Und es herrscht ja der tiefe Glaube in der spirituellen Szene, dass wir Menschen selbst die Seele sind. Und du sagst zueinander, wir haben nur eine Seele oder eben keine. Und kann man, wenn man keine Seele hat, die Seele zurückbekommen? Und wie gesagt, die zentrale Frage, für was brauchen wir Menschen überhaupt eine Seele? Ja, da könnte man philosophisch diskutieren über die Seele. Viele Spirituellen und Philosophen sind der Meinung, wir sind Seele und wir inkarnieren als Seele. Das sehe ich anders. Wir sind in erster Linie Bewusstsein. Und unser Bewusstsein drückt sich im Geist aus, den wir hier verkörpern, in der Materie. Das heißt, nicht mal der Geist ist real, weil selbst der Geist wird geschaffen vom Bewusstsein, den wir hier brauchen, um in der Materie zu leben. In aller letzter Konsequenz sind wir reines Bewusstsein, formloses Bewusstsein, ohne Form, nicht mal Geist. Wenn wir inkarnieren, brauchen wir einen Geistkörper, weil unser Bewusstsein einen Körper braucht. Das ist der Geist. Mit dem inkarnieren wir ins Fleisch, in Karne.
Und die Seele muss nicht unbedingt dabei sein, weil es inkarnieren ja auch Reptiloiden und in Menschenkörpern, die keine Seele haben. Also brauche ich keine Seele, um zu leben. Ich brauche nur Geist, weil der Geist letztendlich aber auch die Verbindung zum Göttlichen ist. Also jedes Lebewesen ist mit Gott verbunden. Jedes Lebewesen. Durch den Geist, weil auch Gott Geist ist und Bewusstsein. Also wir sind nicht wirklich getrennt. Selbst der übelste, bösartigste Reptiloid ist durch seinen Geist noch verbunden. Sonst könnte er gar nicht leben. Ohne Gott könnte nichts leben. Nichts, nicht mal der Teufel. Und wenn wir inkarnieren als Geistwesen, was wir alle sind, Geistwesen, dann bekommen wir einen Körper, den wir uns schaffen durch unseren Geist. Wir treten in den Körper ein, im Fötus, und zwischen der 40. und 60. Woche ungefähr, plus minus. Und dann schaffen wir quasi mit unserem Geist den Körper, den wir brauchen für die Inkarnation, die wir jetzt leben wollen. Diejenigen, die eine Seele haben, haben das Glück natürlich, dass sie um ein Vielfaches mit Gott verbunden sind, ein unendliches Faches verbunden sein mit Gott. Und die Seele ist dann gleichzeitig auch die Energie, in dem Fall die positive Energie. Das heißt, durch die Seele bekommen wir positive Energie und sind positiv aufgeladen, während die Seelenlosen negativ aufgeladen sind. Die Seele ist also ein Energiekörper, ein formloser Energiekörper, der sich endlos ausweiten kann und zusammenziehen kann. Die Seele möchte immer Raum haben, der Geist möchte immer frei sein. Jetzt auf das Menschliche bezogen ist es so, dass die Seele die Verbindung ist zwischen Geist und Körper. Das heißt, der Geist ist ohne Seele quasi manövrierunfähig. Es ist wie ein Boot, wo man nicht mehr lenken kann auf dem See, das quasi wie eine Eierschale, wie eine Nussschale hin und her geworfen wird auf hoher See. Und so ist es bei den Menschen, wenn er keine Seele hat. Das heißt, es fällt die Verbindung zwischen Geist und Körper, die Verbindung fällt. Und somit haben fremde Mächte, dunkle Mächte Zugriff auf den Geist und können diesen beherrschen. Und das geht eben nur bei Seelenlosen. Beseelte Menschen können nur in bedingtem Umfang beherrscht werden, je nach Stufe eben. Plejadier 50%, Santiner 80%. Indigos können nicht mehr manipuliert werden. Die können nur durch massive Besetzungen punktuell vielleicht mal ein paar Minuten abgelenkt werden oder negativ beeinflusst werden. Und die Seele ist mehr oder weniger das Bindeglied zwischen Körper und Geist. Und ohne Seele ist der Mensch quasi manövrierunfähig. Und das Ziel ist, dass der Mensch wieder eine Seele bekommt. Das ist das Ziel eines jeden Geistwesens, wieder eine Seele zu bekommen. Darum inkarnieren sie, müssen sich hocharbeiten, bis sie so hoch schwingen, dass sie wieder eine Seele bekommen können. Und es gibt verschiedene Stufen von Seelen. Das geht bis zum Indigo Venusia und darüber hinaus. Und wenn wir darüber hinausgehen, brauchen wir irgendwann wiederum keine Seele mehr, weil wir mit der Seele verschmelzen. Das heißt, wir werden im Endstadium, wird das Bewusstsein eins mit der Seele und verschmilzt zum göttlichen Bewusstsein. Deswegen sind wir nicht Seele, sondern wir haben hoffentlich eine. Okay. Ja, wir sind schon langsam am Ende des Interviews angelangt. Okay. Vielleicht noch eine letzte Frage. Also es scheint, vor allem wenn wir die Situation der Zeit auch betrachten, dass die Menschheit verrückt geworden ist. Wie du auch schon gesagt hast, gibt es keinen Gottesglauben mehr. Es zählt nur noch die Materie. Die Menschen glauben alles, was ihnen die Mainstream-Medien aufoktroyieren, was ihnen die Wissenschaftler sagen. Und du hast auch gesagt, dass es dir scheint, dass der gesunde Menschenverstand uns Menschen abhanden gekommen ist.
Es wird nichts mehr werthaltig hinterfragt. Du hast eine Angst geäußert, dass die Menschheit gespalten wird und eine Vereinigung aussichtslos erscheint. Kannst du uns, unseren Zuschauern, mit auf den Weg heute noch geben, wie sollen wir mit dieser Situation umgehen und was kannst du unseren Zuschauern noch raten, diese Situation für sich und für uns alle zu verbessern? Ja, ewiges Thema Wandel, Aufstieg, ewiges Thema. Wir sind momentan mitten im Wandel. Das heißt, die Menschheit wandelt sich unwiderrufbar. Wir sehen es jeden Tag. Wer es nicht glaubt, einfach Fernseher einschalten. Wenn ich schlecht drauf werden will, schaue ich einfach NTV und dann geht es 2 Minuten, ich bin auf einen Schlag schlecht drauf. Wenn ich gut drauf sein will, gehe ich in den Wald, in die Natur und bekomme gar nichts mehr mit von dem, was passiert und bin einfach glücklich. Und ich bin persönlich der Meinung, dass wir Menschen alles verändern können, wenn wir es wollen und wenn wir zusammenhalten. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf und werde sie auch niemals aufgeben, dass alles gut ausgehen wird, weil ich weiß, dass es gut ausgehen wird. Weil es ist wie eine Krankheit, die immer schlimmer wird. Das Stadium haben wir momentan. Der Krebs zieht sich immer mehr durch den Körper und ist daran, den Körper, sprich die Welt, zu zerstören. Und er kann unserem Geist aber nichts anhaben, nicht das Geringste. Und alles, was es da draußen passiert, wird schrecklich werden, ist schon schrecklich, wird aber noch viel schrecklicher werden. Nur die Menschen müssen, und ich kann mich nur wiederholen, sie müssen zu Gott finden, um das alles überstehen zu können, weil sie sonst sterben werden, weil sie auch ihre Seele verlieren werden sonst. Und das ist viel schlimmer wie der körperliche Tod, die Seele zu verlieren. Weil dann gibt es ein böses Erwachen in der Astralwelt, in den geistigen Ebenen. Habe ich ja auch ein Video darüber gemacht bei dir, durch die Dunkelheit zurück ins Licht, Teil 1 und 2. Da berichte ich über die geistigen Ebenen nach dem Tod. Kann mich ja nicht immer wiederholen und alles immer wieder sagen. Die Menschen müssen zu Gott finden und sie müssen ihre wahre Bestimmung finden und ihr wahres Sein erkunden. Sie müssen sich selbst erkennen und sie müssen die Angst überwinden. Dann kann ihnen nichts passieren. Ich denke nicht, ehrlich gesagt, dass wir sehr viel ändern können, was da draußen passiert, weil die anderen sind so viele, es wird schwer werden, gegen die anzukämpfen. Und Kampf war noch nie eine gute Option. Widerstand ja, aber kein Kampf. Das heißt, der Wahrheit treu bleiben, sich selber treu bleiben, egal was passiert. Und niemals die Hoffnung aufgeben. Niemals aufgeben. Niemals. Ich kann das nur betonen. Ich bin heute hier, wo ich jetzt bin, weil ich nie aufgegeben habe. Zu meinen schlimmsten Zeiten, als ich nichts mehr zu essen hatte und auf dem Boden schlafen musste, habe ich nicht die Hoffnung aufgegeben auf eine bessere Zukunft für mich und meine Familie. Ich habe die schlimmsten Zeiten durch, die ein Mensch durchhaben kann, finanziell und auch körperlich. Ich habe so viel erlebt, ich müsste noch mehr Bücher schreiben. Das reicht nicht, was ich in meinem ersten Buch geschrieben habe, was ich erlebt habe an Negativen. Und ich bin der beste Beweis, dass Wunder möglich sind. Dass man aus nichts etwas erschaffen kann, wenn man den Glauben und die Hoffnung an sich und an Gott nie verliert, kann man alles erreichen. Deswegen, egal was da draußen passiert, liebe Menschen, ihr dürft die Hoffnung nie aufgeben und den Glauben nie aufgeben. Auseinander, wir gehen also mit einem doch positiven Gefühl aus diesem Gespräch mit dir heraus oder jeder für sich, vor allem diese Prämisse oder diese Empfehlung, ja, nie aufzugeben. Ich glaube, das hat unsere Zuschauer auf jeden Fall gestärkt.
Was wir mitnehmen werden aus diesem Gespräch ist dein Aufruf, was unsere Verbundenheit mit den Tieren anbelangt natürlich. Auch da kann jeder einzelne von uns etwas Gutes tun und damit auch den Zustand der Welt zu einem besseren bringen. Ich kann nur sagen, herzlichen Dank, Sananda, für das tolle, aufschlussreiche und vor allem ehrliche Gespräch. Ich hoffe, dass viele Menschen deine Heilungen erfahren dürfen in Zukunft auch. Und ich hoffe auch, dass unsere Zuseher natürlich möglichst viele Menschen dieses Spiel der Mächtigen durchschauen und auf deine Ratschläge hören und sich natürlich dann auch ihrer eigenen Macht bewusst werden. Und für mich bleibt in Erinnerung von diesem Gespräch vor allem dein Aufruf, niemals aufgeben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, das du den Zuschauern heute mitgegeben hast, auf jeden Fall. Ich sage ganz herzlichen Dank, Sananda. Kann dir nur wünschen, alles Gute, bleib gesund und auch deine Familie natürlich. Und mach's gut und hoffentlich bis bald, bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao, Sananda.